Schnelles Tempo. Oh! Wir sehen uns nochmal schön in der Zeitlupe. Gute Annahme dann. Keine zweite Chance. Ja, super lang. Nee, das war gar nicht wahr. Das war Jim Peter, geht auf jeden Fall nochmal hin, sicherheitshalber. Der Block ist da. Ist aber in Satz 1 erlebt. In Satz 2, punktuell, in Satz 3 bis Land vergonnen. Aber gerade das kann er sich natürlich zunutze machen. Das hat er in dem Fall getan. Ich wollte sagen, die Berliner spielen mit Johannes Tille. Was wollen die machen? Er macht das auch gerne. Naja, wenn er nicht gerade das hier macht, nämlich seine Mittel einsetzt. Genau. Die Rotation einmal tauschen. Genau. Felix ist am Aufschlag. Und der sehr starke Aufschlag auf Hutannahme. Starke Abwehr von Mika Amann. Und dann gibt es ein paar Abstimmungsschwierigkeiten. Die Chance für die Bahnwolle ist. Und es geht aber noch weiter. Ja. Super verteidigt. Abstimmungsschwierigkeiten. Ja. Sieht man nicht ohne so oft. Spiel auf dem Feld. Sehr, sehr schade. Über den Dreierblock, Philipp Nipo-Schumann. Und es geht immer noch weiter. Und mit dem schlechteren Ende für die Bahnwolle ist sehr schade. Ja. Aber trotzdem geile Rallye hinter den. Den Diagonalwechsel vollendet. Tobias Dorsch kommt für Felix Roos. Ich kann ihn nebenbei, werde ich mich dafür kümmern, dass wir ein bisschen Statistikversorgung bekommen. Das ist sehr gut, dass du das machst, weil ich bin da wirklich, kann das wirklich gar nicht. Aber das hier ist noch. Oh! Okay, wir haben eine Rallye. Menta rüber, danke Ball, Kunstmann, Hilbert, Ilza! Oh! Marlin da! Was? Super! Libero-Duell! Jetzt kommt auch mal Elzer! Was? Oh. Wir haben ein Spiel! Was war das hier gerade für eine Schlammschlacht? Erst Niklas Breilin da und Wahnsinn. Jetzt kommt auch noch Gage. Und dann kommt Gage Wörsle, Libero, was du kannst, kann ich schon lange. Und dann kommt Elzer, der es dann gut macht, durch die Blockhände durch. Schöne Annahme von Sam Meyer. Und es geht weiter. Und es geht immer noch weiter. Was ein Ballwechsel. Und wie bei Philipp Schumann. Es geht immer noch weiter. Hart Kämpfer Ballwechsel. Benjamin Dolfhofer mit dem Zuspiel. Und Pipo Schumann am Dreierblock diagonal vorbei. Ja. Nee, geht nicht. Hier sehen wir es nochmal schön im Replay. Dreierblock. Ja. Gar kein so ideales Zuspiel hier von Benny Dollhofer. Ja. Gesagt, dass er hauptsächlich hart auf die 5 schlagen kann. Aber wenn er das hart macht, finde ich es geil. Ja, das macht schon Spaß. Der hat doch mal bei. Oh! Oh! Yannick, notier ihn! Notier ihn! Alter. Wow! Was war das für ein Bounce? Und direkt vor Gage Wörsle. Alter Schwede. Starke Annahme. Ah, schöne Verteidigung. Wird direkt gejubelt. Oh, aber Matula da. Probleme oder vielleicht Rhythmusprobleme gerade bei dem Zuspiel auf Pipen, auf Rückraum.
Sehr schöne Annahme. Was geht weiter? Oh, was eine Abwehr von Timo. Geht immer noch weiter. Und beim dritten Anlauf schaffen die Bahnwollis. Ja, geil. Das war ja wirklich geil. Auch so schön. Auch Tim Schürfe, der liebere Freund der Netzerbahn, auch Jugendnationalspieler. Die wollen ihre Champions League spielen und nicht einfach nur Türen und Türen am liebsten nur nebenbei machen, aber das funktioniert hier nicht. Tim Kahl mit dem nächsten guten Aufschlag. Sato. So. Das ist jetzt das Problem natürlich auf Berliner Seite, da ist kein Zuspieler. Ich glaube, das übernimmt jetzt Ruben Schott. Oh, ja, ja, klar. Und der spielt Mitte. Dieser Mann ist so cool. Gucken wir ihn noch zweimal an. Wow. Er sagt was und sagt sich, komm,